beliebter Treffpunkt auf der Oberschwabenschau ist natürlich immer die Bühne der Oberschwabenschau. Mit viel Veranstaltungen, mit viel Information, Reportagen über die Messe und Reportage aus dem Ländle. Heute geht es um den Dinkelkern, hier für die Hausfrauen. Viele sind reingekommen, um einfach zu hören, wie man sich gesund ernähren kann. Und der Vortrag hat auch mir viel Eindruck vermittelt. Gut essen, gesund essen. Also der Grünkern ist ein unreif geernteter Dinkel. Und witzigerweise kam das eigentlich aus der Not raus, weil das Wetter immer so schlecht war. Es ist ein württembergisches Getreide, kommt aus dem Odenwald, haben wir festgestellt, gell? Mal gesagt. Und es wurde geerntet frühzeitig, weil die Wetterprognosen so schlecht waren. Ja? Und dadurch kam dieser Grünkern raus, der sehr, sehr nussig schmeckt und eben für den Brotaufstrich sehr lecker ist. Die beiden Starköchen hier auf der Bühne Oberschwabenschau haben mir natürlich angesehen, wie mir das Wasser im Mund zusammengelaufen ist und haben mich natürlich kosten lassen.